This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Halb elf, boah, in der Runde müde. Bin heute Nacht um 12 raus zum Ansitz und hab die ganze Nacht durchgesessen bis kurz nach 5. Boah. Jo, war echt heftig. Und die ganze Nacht nichts, nur ein Reh, also ein Reh, was vor mir, ein paar Meter vor mir vom Hochsitz rumgespielt hat und geäst hat. Und ich habe dann um 5 alles zusammengepackt. Es war hell, wurde hell, war schon hell, ich war müde. Und alle Sachen zusammengepackt, den Feuerhaken zur Seite gelegt, entladen, wird gerade absteigen. Da kommen im Schweinsgalopp zwei Sauen mit Volldampf über den Kartoffelacker gepilzt. Da habe ich echt nicht schlecht gestaunt. So richtig, weil dann ja, hat man ja auch gar nicht mehr die Hoffnung, dass überhaupt was kommt. Und in dem Moment, wo ich denn da runtersteigen will, rasen die an mir vorbei. Verarschung ist sowas. Drecksgesichter. Die haben mir einen Stinkefinger im Vorbeilaufen gezeigt. Halt ein Wichser. Ja, geht aber noch besser. Ja, dann habe ich da wie mit offenem Mund da gestanden und guck mir das Szenario nur an, die hinten so irgendwie abgebogen im Wald. Durchs Gehölz und dann sind sie rum. Und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die dann auf einmal hinter mir stehen könnten. Und dann drehe ich mich so eine Weile später um. Und dann stehen die beiden auf dem Acker dahinter, genau in Schussweite, so 70 Meter, breit. Und ich, oh, scheiße, Gewehr genommen, durchgeladen. Und in dem Moment, wo ich das Gewehr in der Hand habe, wieder voll Dampf ab, Stinkefinger. Den hier, richtig, den haben die gemacht. Und zack, durch die Hecke durch und das war's. Ja, dann bin ich erstmal runter vom Hochsitz zum Auto, bin hierher gefahren und habe mich dann um kurz nach 5 schlafen gelegt. Weil ich bin jetzt noch einmal sehr müde, muss ich sagen. Kleine Anekdote. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute machen wir wieder Schlafsack.
Ich bin gerade draußen, ich bin auf der Jagd, hatte die Nacht ein komisches Erlebnis mit Sauen, die mich verarscht haben. Und ich nutze die Zeit, wenn ich hier zur Jagd bin, gerade jetzt die schöne Zeit in der Natur, um draußen zu schlafen, um das zu genießen, die Eindrücke, die auf einen einprasseln. Es ist einfach wunderschön. Heute habe ich dafür einen Schlafsack wieder von der Firma Grützibeck mit und den möchte ich euch vorstellen. Heute möchte ich euch den Synport 185 Island von der Firma Grützibeck vorstellen. Der Schlafsack ist ein Synthetik-Schlafsack, ein Kunstfaserschlafsack. Ja, ich habe mich da versucht ein bisschen reinzulesen. Also wie gesagt, die Kunstfaser hat generell ein Haltbarkeitsproblem, das ist bekannt. Grützibeck umgeht diese Geschichte, indem sie garantiert von der Herstellung bis über den Transport bis zur Lagerung im Shop und so weiter Transport keine Kompression an seinem Kunstfaserprodukten oder beziehungsweise gänzlich sämtlichen Schlafsäcken diesen Schlafsäcken zukommen zu lassen. Dadurch erhalten wir eine Neuware, die niemals komprimiert wurde und erst bei uns zu Hause oder auf Tour das erste Mal in einem den Kompressionssack von innen sieht. Grützibeck hat nach meiner Recherche benutzen die hier eine neue Kunstfaser. Um das mal grob so zu darzustellen, weil Kunstfaser, da gibt es eben gewalzte, gerollte, gelockte, geholte. Und in diese Kunstfaser hier drin ist somit das modernste, was es im Moment am Markt gibt. Sie ist quer geringelt, gestreift, hochkant, gerollt, hohl und gelöchert. Also so ein bisschen übertrieben dargestellt. Hier hat man versucht, sämtliche Techniken in eine Faser einzubringen. Und das soll bewirken, dass diese Kunstfaser einen sehr angenehmen Schlafkomfort hat. Ja, und diese neue Synthetikfüllung ist unter dem Produktnamen Synthdown eingetragen als Eigenmarke und Grützibeck benutzt das hier bei diesen Leichtschlafsäcken. Kurzen Überblick über die Fakten. Dieser Schlafsack ist sehr leicht. Er wiegt 1050 Gramm, hat ungefähr den Schnitt von dem von mir letztens vorgestellten Biopod Downwool Schlafsack, dem 185er. Der Sub-Zero war der Name und dieser Schlafsack hat den gleichen Schnitt und die gleichen sehr, sehr weichen, angenehmen Materialien. Gerade das Innenmaterial ist wirklich sehr samtig, da das ist ein sehr, sehr behagliches Gefühl und Behaglichkeit, Schlafkomfort, das ist das Thema, worüber sich Grützibeck in erster Linie Gedanken macht, in Schlafsäcken ein gutes Klima zu erzeugen. Ja, Kunstfaser ist natürlich so ein Thema, wo man sagt, generell ist Kunstfaser und Kunststoffe erzeugen nicht immer ein Top-Schlafklima. Das Schlafklima eines Daunenschlafsackes oder wie dem anderen Modell, diesem Biopod, im Vergleich zu diesem Synthpod mit reiner Kunstfaserfüllung ist immer so ein Schlafkomfort, der Schlafkomfort eines solchen Schlafsackes um Längen besser. Dessen sollte man sich bewusst sein. Aber die Kunst ist eben auch durch geschicktes und gutes Material kann man auch bei Kunstfaser einiges zum Thema Schlafkomfort herausholen und haben die hier versucht mit diesem neuen, mit dieser Synthdown das so hinzukriegen, dass man nicht so doll schwitzt. Denn das Schwitzen ist das, was einem das nicht so behaglich, einen nicht so gut schlafen lässt. Trockenes
warmes, angenehmes, ausgleichendes Schlafklima ist das Thema bei Schlafsäcken ein guter Schnitt, der weit genug ist, dass man sich wohlfühlt, nicht eingeengt fühlt, aber auch noch eng genug ist, um nicht leere, weite Raumbereiche im Schlafsack zu haben, die dafür sorgen, dass da immer kalte Stellen sind und wenn man da rüber rutscht mit den Füßen oder den Beinen, dass einem dann kalt wird. Das ist das Thema und dieser Schlafsackschnitt ist einfach top. Der ist sehr, sehr bequem. Wie bei den anderen Modellen könnt ihr hier auch die Füße einfach rausstrecken oder ihr könnt einfach das aufmachen. Ihr habt die Füße weiter drin, so werden die Füße nicht kalt, aber wenn einem zu warm wird, kommt hier die Luft raus. Schlafsäcke im Sommer vorzustellen ist natürlich ein Thema, wo man eben auch sagen kann, ja, wir wollen ja ehrlich sein und im Sommer ist es so, dass man meist wenig Schlafsack braucht, da braucht man nur eine Decke, man deckt sich leicht zu. Ich habe heute Nacht, weil er mir zu warm war, auch mit diesem Schlafsack mehr als Decke den genutzt. Das ist der Vorteil, wenn man eben hier mit diesem Reißverschluss, der hier so halb vorne ist, man kann ihn dennoch gänzlich öffnen und kann dadurch diesen Schlafsack auch wie eine Decke über sich ausbreiten und kann dann so liegen. Und es ist nicht so warm, aber wenn man leicht zugedeckt sein möchte und es noch so eine Mischung aus frisch und zu warm ist, dann bedarf es doch manchmal einer Zudecke. Und das ist eine tolle Option. Das ist einfach eine coole Nummer hier bei Grützibeck. Das finde ich sehr gut. Sind die Vorteile eines Mittelreißverschlusses kombiniert mit einem Seitenreißverschluss. Also man hat, hier ist die Seitennaht. Normalerweise würde hier so. Normalerweise ist hier die Seitennaht und auf dieser Seitennaht würde der Reißverschluss langlaufen. Beim Grützibeck ist die Seitennaht, der Reißverschluss leicht schräg versetzt, etwas oben auf. Dadurch hat man die Möglichkeit, im Schlafsack so das zu bedienen. Und das ist eine sehr angenehme Geschichte. So muss man sich nicht so verrenken. Bei vielen, wenn das dann hier hochgeht, das mögen viele nicht. Hier haben sie eine gute Kombination aus Mittelreißverschluss und Seitenreißverschluss. Und das wollen wir ja mal eben festhalten. Der Mittelreißverschluss ist, ich wundere mich, ob der starken Beliebtheit dieser Mittelreißverschlussgeschichte. Denn sie engt den Schlafsackgebrauch massiv ein. Ein Mittelreißverschluss-Schlafsack kann man schlechter als Decke benutzen, also fast gar nicht. Das ist sehr, sehr umständlich damit zu machen, weil die auch meist nicht ganz so weit runtergehen. Und Koppelmöglichkeiten hat man sowieso nicht mit Mittelreißverschlüssen, gerade so in Bezug auf Familienfreundlichkeit. Das ist auch bei diesen Reißverschlüssen nicht gegeben. Und das ist doch ein Thema, wo ich sagen möchte, dass das hier eine optimale Lösung ist. Ja, Einstufung. Dieser Schlafsack wiegt als Kunstfaserschlafsack 1050 Gramm. 1050 Gramm ist, weiß Gott, nicht viel. Er ist sehr, sehr klein verpackt, weil das ist nur so eine Melone, so eine kleine Melone. Und da muss man ganz klar mal sagen, die Erwartungshaltung dieses Schlafsackes ist, wenn man jetzt im späten Herbst oder frühen Frühjahr, dafür ist er nicht geeignet. Das ist eher aus meiner Sicht ein guter Sommerschlafsack mit deutlichen Reserven in den Frühling, in den Herbst hinein. Aber es ist eben kein Herbstschlafsack mit seinem Komfortwert plus 3 Grad und Extremwert so bis leicht unter dem Gefrierpunkt. Dieser T-Limit-Wert ist wirklich ein Wert, der wo es einem schon kalt wird. Und gerade im Sommer ziehe ich mir ja, da hier müsste man dann schon wirklich sich eine lange Unterhose und noch einen langen Longsleeve überziehen, um dann im Herbst den deutlich zu benutzen.
Und da würde ich dann sagen, da gibt es dann, wenn man das vorhat, andere Produkte aus diesem Hause, wo man dann doch wärmer schlafen würde. Dafür ist dieser dann deutlich zu leichtgewichtig. Geliefert wird der Schlafsack mit einem Aufbewahrungsbeutel, ausreichend groß, mit Netzmaterial. So wird er immer gut belüftet und selbst Restfeuchte kann diffundieren und es gibt keine Stockfleckenbildung oder sonst etwas. So, nun das Fazit. Jetzt, nachdem ich hier insgesamt 7 Tage in dem Schlafsack geschlafen habe, 2 Nächte war ich draußen, 3 Tage war ich unterwegs. Im Weserbergland haben wir eine Kanutour gemacht, sind die Weser runtergeschippert und haben da wild gecampt auf diesen Treidelstreifen. Und dann haben wir jetzt hier im Lager hier im Jagdbiwak 2 Tage geschlafen und da kann ich jetzt mal, glaube ich, mir ein Fazit bilden. Also ein bequemer, hochwertig verarbeiteter Sommerschlafsack ist das aus meiner Sicht, der Reserven hat für leicht Herbst, leicht Frühjahr. Er ist nicht so warm wie der Downwool, der den gleichen Schnitt hat, die gleiche Hülle hat, aber den und auch die gleichen Features. Dieser hat auch hier diese ganzen Gimmicks von Grützibäck, wie das Kopfkissenfach und so weiter. Die tolle Haptik des Stoffes, der sich sehr, sehr, sehr geschmeidig anfühlt, sehr umfleuchend. Man fühlt sich sehr geborgen da drinnen. Ja, ein bisschen leichter, nicht so warm und eben Synthetik. Und viele Leute wollen ja gerade einen Kunstfaserschlafsack wegen der geringeren Empfindlichkeit, also man ist eben nicht so feuchtigkeitsempfindlich, was aber auch im Sommer eigentlich fast zu vernachlässigen ist, weil bei Sommertouren ist ja eben, hat man ja gute Trocknungsmöglichkeiten durch die Sonne und so weiter. Ja, wenn ich jetzt so im Grunde ein sehr kleines, also ich habe den jetzt hier nochmal, den kriegt man noch kleiner, aber es ist auf jeden Fall 1150 Gramm mit Packsack. Und wirklich ein gutes Gesamtpaket, sehr hochwertig, qualitativ hochwertig, modernste Hohlfaserfüllung, die es im Moment am Markt gibt. Und ja, wenn ihr, also was soll ich sagen, ein Kunstfaserschlafsack der höchsten Klasse, eben im Leichtbaubereich. Ja, das war's auch schon wieder bei Jackknife auf dem Kanal. Ist sicher, wird das wieder ein längeres Review, viel Gesabbel. Bei Schlafsäcken muss man immer viel erklären. Und das wär's dann soweit. Bis denn. Vielen Dank fürs Schauen. Mittagsforelle. Ja, da war eine schöne Größe. Guck mal. Da hat die ein Kilo. Ja. Da ist was dran. Oha. Tief geschluckt. Ganz tief geschluckt. This night requires songs on earth. 3 words, a quiet afternoon.